Willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. Ihr seht es, die beiden neuen DLCs sind eingetroffen und spielbereit. Ich habe den ganzen Tag händereibend drauf gewartet. Jetzt kann ich es zocken und bin gespannt. Nachdem wir uns zuletzt ja mit den bisher erschienenen, größtenteils Pillepalle DLCs schon ein bisschen Appetit gemacht haben, aber Spaß haben sie ja schon gemacht, ne? Und ja, kein Held ist der deutsche Titel des Not a Hero DLC. Klingt ein bisschen blöd auf Deutsch, aber ich habe auch schon überlegt, wie kann man das sonst auf Deutsch übersetzen? Nicht ein Held oder was? Naja, wie dem auch sei. Ich nenne es trotzdem Not a Hero, weil es klingt einfach... Ich weiß nicht. Also was das angeht, da bin ich schon ein bisschen getrimmt. So hieß es die ganze Zeit. Und naja, das schließt an die Ereignisse von Resident Evil 7 an, als wir mit Ethan, dem Hauptcharakter aus dem Hauptspiel... Ja, gerettet wurden von Chris Redfield, dem Hauptcharakter von Resident Evil 1, 5 und 6. Stimmt, er hat eine längere Pause gemacht, aber 1, 5 und 6 ist so auch in Resident Evil 7 dabei, aber arbeitet aber merkwürdigerweise für die Umbrella Corporation, gegen die er die ganze Zeit eigentlich gekämpft hat. Was geht ab? Vielleicht kriegen wir Antworten, aber auch nur vielleicht. Das DLC ist kostenlos, könnt euch alle runterladen, wenn ihr eine Internetverbindung habt. Und ja, das gibt's einfach als Gönnung. Zoes Ende hingegen kostet rund 15 Euro, da bin ich gespannt. Und das spielt nach dem Not a Hero DLC. Also spielen wir das auch zuletzt. Und das beendet dann auch wirklich das Let's Play zu Resident Evil 7. Wie gesagt, soll so ein Appetizer auf Resident Evil 8 werden. Ich bin gespannt, in welcher Art und Weise das gemeint war. Gut. Nun, übrigens noch eine kleine Anekdote an Not a Hero. Capcom wollte, dass ein kleineres Entwicklerstudio den DLC programmiert. Die genauen Details weiß ich natürlich auch nicht, aber was durchgesickert ist, ist, dass Capcom immer unzufrieden war, egal wie oft da noch dran gearbeitet wurde, wie Not a Hero aussah, bis Capcom sich selbst sagte, gut, dann machen wir es halt doch selber. Und deswegen mussten wir fast ein Jahr darauf warten, obwohl es... in kurzer Zeit eigentlich hätte erscheinen sollen. Jetzt ist es soweit, wir zocken's, also let's go! Holla! Auch mit einem eigenen Untermenü, also das scheint eine größere Sache zu sein, wenn es im DLC noch eine Speicherfunktion gibt. Ich bin dafür zu haben. Wird definitiv mehr als ein Part. Einfach oder normal? Ja, komm, machen wir normal. Operation Lauernde Furcht. Der Lucas, wie selbstverliebt er guckt. Chris Redfield hat als hochrangiges Mitglied der BSAA viele Bioterrorismuskrisen in seiner langen Karriere überwunden. Und jetzt habe ich nichts gedrückt und es geht trotzdem los. Fucking Company. Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Nein, nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Drei unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors, gleich da vorn. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Cool. Zum einen wurde Lucas gerade falsch geschrieben. Der wird nämlich mit C geschrieben. So. Zweitens haben ja viele auch schon gemeint, das könnte eventuell nicht der echte Chris Redfield sein, weil er so viel anders aussieht wie in Resident Evil 5 und 6.
Ich freue mich jedenfalls, die Stimme wieder zu hören. Die deutsche Synchronstimme von Chris, aber auch von Lucas selbst. Er ist ein kleiner Psycho. Ich mag ihn. Es stand ja offen, was mit ihm eigentlich passiert ist, ja. Es wurde nie so richtig aufgeklärt. Wahrscheinlich, weil von Anfang an klar war, dass es diesen DLC geben wird. Und ja, vielleicht bekommen wir die Antworten. Ein bisschen, ja, beunruhigend, dass wir jetzt als Chris hier runter müssen in die Salzgrotten oder was das war. Wo wir als Ethan eigentlich noch sehr froh waren, entkommen zu sein. Aber das ist halt Chris' Job. BOWs sich anzulegen. Bioorganische Waffen. So, ich versuch's mal mit platzierten Schüssen. Wenn sie taumeln, kann ich die schlagen mit... Ja, wie denn? Vielleicht rangehen und dann ploppt so ein, eine Taste auf. Ah, was? Bam! So wird's gemacht. Dann spare ich Munition, die ich bisher auch nicht wiederbekommen habe. Yeah, yeah. Bam! Ich glaube, ich sollte nicht jeden zwingend töten. Das Labor ist gleich da vorn. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Mhm, die kennen sich aus mit Typ E und was weiß ich nicht alles. Nun, da ich selbst nicht weiß, wie das hier ausgeht, kann ich ja über die Theorien spekulieren. Viele denken, dass wir gerade Hank spielen. Diesen ominösen Charakter, der selten bis gar nicht seine Maske auszieht und dann wie er ausschaut. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab Neuigkeiten. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Stopp! Ups. Also, es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so gut zusammenpasst. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Der befindet sich wo? Ekelhaft. Will ich hier nicht raus, oder was? Ich gehe mal zurück. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Ja, das bedeutet... Bin ich hier wieder safe? Kann ich mich hier langsam wieder auffüllen, oder was? Ich gehe vermutlich die falsche Richtung. Deine Sauerstoffversorgung. Hier? Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Danke. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Also Chris gegen Lucas ist echt ein Aufeinandertreffen der Welten. Ich feiere es aber trotzdem. So, und jetzt gehen wir mal schnellstmöglichst voran. Was ist das? Habe ich es genommen? Ach, hier wäre auch schon frische Luft gewesen. Ja, fail. Das sind die Orte, die wir zwar schon besucht haben, aber hundertprozentig im Kopf habe ich sie natürlich nicht mehr. Nur noch, ja, grobe Texturen. Hier dahinter war nicht sogar die Stelle, wo Mia Winters uns ans Leder wollte. Kann das? Na, solche Passagen kann ich ja ab, ne? Wenn ich mich nicht lang aufhalten darf und sowas. Was ist das? Das hat ein bisschen was von Metroid Prime 2. Wobei, das war noch ein bisschen fieser. Bin ich hier okay, so von der Luft? Jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Jetzt wurde mit C geschrieben! Wie wir uns dachten. Der Mistkerl hatte Statusberichte über Evi an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren?
Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. Fast nur der Name übrig. Und natürlich der Wesker. Ja, ja. Nein, Albert Wesker ist ja tot. Ich würde mich über ein Wiedersehen mit Jake Wesker oder Mueller sehr freuen. Da warten noch immer einige auf seine Rückkehr. Einer der Hauptcharaktere aus Resident Evil 6 und mit einer besonderen Verbindung zu Chris. Also, da schließe ich nichts aus. Hm? Was habe ich denn eigentlich alles dabei? Einsatzbesprechung, Dokument? Ein Dokument, das die Operation Lauende Furcht beschreibt. Check das einfach mal aus hier. Operation Lauernde Furcht. Missionsziel, extrahieren Sie Lucas Baker. Was heißt denn extrahieren jetzt in dem Zusammenhang? Ort, Dalve, Louisiana, USA. Baker anwesend. Gefahrenprofil, Molded, Alpha-Variante, andere. Antipersonenfallen, teilweise tödlich. Hinweise, aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSA als Biowaffenspezialist an Missionen teilnehmen. Neueste Info zum Einsatzort. Neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Okay, okay, okay. Das ist interessant, weil Lucas hatte die ganze Zeit schon mehr Ahnung als seine ahnungslosen Eltern und vor allen Dingen Zoe. Profil Lucas Baker, mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation. Die Connections, Rolle nicht bestätigt. Als wäre der Satz irgendwie falsch aufgebaut. Hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Okay, die Connections ist die Organisation. Ist okay. Kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über Größe, Marktanteile und Mitglieder. Sie sind durch die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Disposition der E-Serie Biowaffe. Das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker-Anwesen präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Ernsthaft? Umbrellas Ziele. Für viele von Ihnen ist dies ihre erste Mission bei uns. Darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von dem berüchtigten Pharma-Riesen Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Ja, warum nimmst du dann denselben Namen? Das war eigentlich der Sinn hinter der BSAA, mal anders zu heißen. Und ja gut, Chris hat ja nicht für die gearbeitet, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Ja, in Resident Evil 4 wurde ja auch explizit gesagt, es gibt keine Umbrella mehr. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Vorhaben unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, okay, dass wir die Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Das ist ein interessanter Hintergrundgedanke. Ob ich dem trauen soll? Arzneispritze, Gesundheit wiederherstellt. Ich habe jedenfalls nichts, was ich da... Da brauche ich einen Schlüssel anscheinend. Ich sehe die Nase die ganze Zeit, aber darüber ist ein Schlüsselloch. Okay. Hier kann ich wohl speichern. Wenn es nichts kostet. Der Chris ist es ja gewohnt, in irgendwelchen Villen auch mal Farbbänder zu suchen. Vielleicht sollte ich das wegtun. Ich habe sie jetzt gelesen. Nimmt eventuell nur unnötig Platz weg. Da scheinen ja keine Hinweise oder Zahlenkombinationen drauf zu stehen. Ja. Lucas. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er so fies dabei ist. Ich dachte, er war einfach nur ein Lurschi. Einfach nur ein alter Sack. Steroide. Ah, diese Münzen. Ich habe keine mehr, oder? Habe ich noch? Oder müssen wir die hier finden? Da komme ich nicht durch. Ja, wo ist er hin? Das kann ich öffnen. Mit meiner Willenskraft, Telepathie.
Nachtsichtgerät. Und das habe ich noch nicht, oder was? Okay. Was verletzt mich hier? Ich bin auf dem Weg raus. Naja, wir haben abgespeichert. Ist ja in Ordnung. Angriff abwehren. Drücken Sie L1, um abzuwehren. Mit dem richtigen Timing bringen Sie dadurch den Gegner aus dem Gleichgewicht. Ja, was das Kämpfen und so angeht, da habe ich inzwischen wirklich über das Jahr natürlich ein bisschen nachgelassen. Aber das war auch damals schon der Fall. Mit dem Schlagen weiß ich gar nicht mehr 100%. Tja, wenn da nicht... Habe ich das... Jetzt habe ich es nicht reingelegt, ne? Wenn da nichts ist und da nichts ist, dann muss ich mich ein bisschen orientieren, wo es gerade lang geht. Also hier oben war nichts weiter. Oder kann ich da runterspringen? Eigentlich schon. Was ist das hier? Nachtsichtgerät erforderlich. Das steht ja auch nicht ohne Grund da. Ist das hier derselbe Quatsch? Hier sieht es ja um einiges heller aus. Nö, nö, da sind Lichter. Oder kam ich hierher? Kam ich hierher? Nee. Kannst du drehen oder ist verrostet? Und in Resident Evil Revelations, ja, wo ich gerade über verrostete Räder dieser Art denke, da war Chris natürlich auch eine Hauptperson. Revelations 1 und 2 erscheinen ja bald für Nintendo Switch. Auffällig, dass nicht Resident Evil 7 für Switch erscheint, sondern erstmal die anderen, aber die sind auch ziemlich nice. Habe ich auch alle Let's Played. Ja, da will ich nicht lang. Da kann ich wohl nicht lang. Ja, dann mal die Beine in die Hand nehmen. Das könnte noch was. Oh, hier geht ganz schnell. Oh Mann. Verschlossen. Und ich sterbe. Ich bin doch jetzt da. Ich bin doch wieder da. Okay, cool. Geil, geil. Jetzt muss ich echt mal kurz orientieren, wo kam ich her? Bei dem einen brauche ich ein Nachtsichtgerät, sonst sterbe ich. Da ist irgendwie zu viel Mist. Ich brauche einen Schlüssel für diesen Clownskram, für beides. Ich muss irgendwo einen Weg übersehen haben. Jetzt hol die Sachen doch mal da rein. Wir haben das Tor und das Tor und hier kam ich her, oder? Oder da hinten? Kurz nochmal orientieren. Hier kam ich nicht her. Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Auch das hat total Revelation-Style. Wobei auch am Anfang von Resident Evil 7 es ein verschlossenes Türchen gab. So, das ist ein Aufzug. Gut. Der führt nach oben. Okay, okay, okay. Mit den ganzen Wegen, das muss ich mir merken. Wir müssen noch sowieso die anderen noch betreten. Was sehe ich denn da schon Feines? Es ist natürlich dadurch, dass wir jetzt wieder einen Soldat spielen, sprich den Chris, viel mehr Resident Evil 5, 6 Style, aber... Okay. Aber es ist nicht einfach nur irgendwas, keine Ahnung, es kommen 1000 Gegner, sondern 3. Fast dasselbe, für mich zumindest. Weswegen? Dammit. Kein Bock, die alle umlegen zu müssen.
Och, hier brauche ich so eine Kurbel. Oh Leute, und hier brauche ich wieder den Schlüssel. Also ich finde... Na toll. Ich finde nichts. Du wirst mir ab und zu mal was geben. Nicht nur zu ne Wege, sondern auch offene. Da ist ein Schlüssel, aber der wird weggehoben. Und ich habe die ganzen Zombies hinter mir. So, wie mache ich das jetzt auf? Ach so. Eine Munition, er hat sich dann doch belohnt. Was war das da gerade? Eigentlich müsste ich gucken, wo der Schlüssel hin ist. Bin ich jetzt hier? Ach nee, oh, das ist... Was habe ich da? Irgendwas Besonderes? Arznei? Nee. Ich habe nur Munition aufgenommen, ja? Und ihr folgt mir nicht? Ich muss aber hier weitermachen, garantiert. Da oben ist es. Eigentlich wäre es das Schlauste, das Seil durchzuschießen, aber ob das geht? Ich guck wohl erstmal, ob am Ende sich irgendwas verbirgt. Warte, wo ist denn das befestigt? Hier. Oh, da brauche ich die Kurbel dafür. Das war der Punkt. Ey, da soll man doch nicht ausrasten. Ja, was soll ich denn tun? Ich glaube, ich sehe eine Art Kurbel. Ich meine. Oh, nee, auch nicht. Oh. So, toll, dass wir wieder so liebevoll umarmt werden wollen. Free Hugs! Free Hugs! Es ist jetzt auch nicht auszuschließen, dass irgendeiner von den Gestalten ein Item droppt, aber es ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ich kann es bestimmt auch nicht durchschießen. Ich werde es mal probieren. Das hätte mich doch schwer gewundert. Gut. Das Tor ist zu. Hä? Antike Münze. Ach so. Ich weiß ja wofür. Zwei auf einen Streich. Komm, jetzt Granate. Nicht so perfekt. Vor allem, da ist noch ein dritter. Oh, die war schon gut gezielt. Bam! Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oha, der sieht doch ein bisschen dicker aus. Sieht doch eine dickere Waffe. Kann ich dich jetzt auch ein bisschen treten? So? Nee, du bist schon down. Alter, wie viele kommen da noch? Der Schlauer, sich mit denen anzulegen. Und Fußtritt! Spawn die unendlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Eigentlich sind das ja gar nicht so viele hier. Wenn es wenigstens was dafür gäbe. Hier, jetzt auch noch so einer. Geh weg, Mann. War mir ein bisschen unsicher. Tja, so wird man seine Munition los. Habe ich jetzt vielleicht meine Ruhe? Lass es, Schätzchen. Ich bin Chris Redfield. Die Legende. Oder so. Zahnrad. Das könnte es sein. Eher eine Kurbel, aber... Geht das jetzt? Nee. Och Mann, wo in Gottes Namen soll ich eine Kurbel herbekommen? Nervengiftgranate. Oh cool, also die Sachen lagen hier rum. Schön. Umgucken ist das A und O. Das ist schon besser.
Klar kommen da hinten jetzt die dicken Brocken. Gott. Okay, ein dicker Brocken. Bitte sag mir, was ich da sehe. Ich hab keine Ahnung. Ist etwas... Chris, die neue weiße Variante ist extrem widerstandsfähig. Normale Munition reicht nicht. Okay, was nimm den Schlüssel und vor? Ab hier. Du brauchst Gramrods, Zellenschlüssel. Um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Was, du brauchst Ram-Mods? Was? Schon wieder so ein Ekelding. Aber Chris hat schon ganz andere Sachen gesehen. Gut, dann kommen wir wenigstens weiter. Ich war kurz im Überlegen, ist es der Schlüssel für die ganzen Pulte und Türen, wo ein Clown dran ist, oder nur für die Zelle? Da das Ding Zellenschlüssel heißt, kann ich es mir denken. Befreien wir mal den armen Tropf hier. Was? Ich habe die Granaten ausgewählt. Mal sehen, was uns das konkret bringt. Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist! Nimm den Filter von meiner Maske. Schnell! Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Er hat recht, Chris. Schau zu und lern es. Lucas! Nein! Ja, dann nimm das Ding. Schneller! Hocheffizienter Filter. Es braucht dir nicht leid tun, Chris. Der war jetzt tot, weil Lucas halt so ein Verrückter ist. Jigsaw 2.0. Naja, möchte gern Jigsaw. Aber echt der Durchgeknallteste. Wie gesagt, die Baker-Familie ist ja nur beeinflusst. Aber Lucas ist wirklich schon so bescheuert. Ich denke, das ist ein großer Unterschied. So, mit dem krassen Filter komme ich jetzt in das Gebiet, wo... Wechseln wir zurück auf die Pistole. Kannst nicht abwarten. Wo so ein starker Qualm war. Hier geht's ja recht turbulent zur Sache. Hier kann man ja mal gut, denk daran, dass wir abdönern. Ja, ja. Naja, gut. Ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln. Es war ein leichter Einstieg. Im nächsten Part gehen wir da rein und ja, mal sehen, ob wir Lucas lebend kriegen und wie lange der DLC geht. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt. Bis dann und ciao!